Shalom, Shalom, wieder aus dem wunderbaren Uganda. Ja, ich muss euch gestehen, ich bin nicht sehr gut vorbereitet für diese Botschaft heute, aber ich habe am Herzen, dass ich darüber sprechen soll. Es ist eine Botschaft, die sich in jede Richtung ausbreiten kann. Und zwar geht es darum, dass wir die Gemeinden von innen nach außen stülpen und die Welt auf den Kopf stellen. Wir sollen mit einer ewigen Perspektive leben. Und da habe ich zwei Bücher bekommen, jetzt in einer Woche. Das erste ist von Justin Birichi, einem Kenianer, der zwar eine ganz wunderbare deutsche Frau hat, in Deutschland lebt, aber sein afrikanisches Herz offenbart sich sehr stark. Und da lese ich euch jetzt kurz vor, seine Beschreibung. Justin Birichi ist ein international erfahrener Leiter. Er ist der Vorsitzende des nationalen Leitungsteams der Apostolischen Kirche Deutschland und des wachsenden Stand-up-Netzwerks. Mit Leidenschaft ist er ein Mentor von Führungskräften, speziell im Businessbereich. Gleichzeitig ist Justin Leader des Projekts Hold On Hope Afrika. Er investiert sowohl in Europa als auch in Afrika in die Entwicklung von Leitern der nächsten Generation, die ihre Welt auf den Kopf stellen wollen. Und ihr Lieben, ich glaube wirklich, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo so vieles umgeschichtet wird. Und das schreibt der John Maxwell, wenn wir wachsen, werden wir immer außerhalb unserer Komfortzone wachsen, unserer Komfortzone sein. Der John Maxwell, ein wahres Wort. Wenn wir wachsen, werden wir immer außerhalb unserer Komfortzone sein. Und jetzt sind wir wirklich aus unseren Komfortzonen herausgeworfen. Und das heißt, Gott möchte Veränderung. Und zwar Veränderung in Richtung Reich Gottes. Nicht mehr unsere Königreiche. Nicht mehr ich mich meiner mir, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da schlage ich euch vor, also diese beiden Bücher zu kaufen. Das eine ist ein Workbook, The Shift von Justin Birichi, dass wir unsere Gesellschaft verändern sollen, von Gemeindementalität zu Empowerment. Und schon jahrzehntelang habe ich immer wieder den Eindruck gehabt, dass viele Gemeinden wie nur abgekapselte Zellen sind, die nur um sich selber sich drehen, aber nicht die Gemeinde, die umliegende Gemeinde in ihren Augen haben. Und jetzt kriege ich da jetzt gestern noch ein zweites Buch, Das wahre Reich. Das wahre Reich. Und zwar von einem Bruder, den ich seit Jahren kenne, aber leider in letzter Zeit wenig Kontakt hatte. Sein Name ist Birger Makatowski. Und der schreibt hier, alle Reiche, Autoritäten und Mächte dieser Welt sind zeitlich und der Vergänglichkeit preisgegeben. Sie werden alle wieder verschwinden, nur das Reich Gottes wird bestehen bleiben. Das wahre Reich. Und Jesus Christus sagt, dass dieses Reich bereits mitten unter uns sei, allerdings unsichtbar. Der Umgang mit diesem Reich steht in der Verantwortung der Gläubigen, ihr Lieben. Ich sage immer, wir sind die Regierung der Länder, das Reich Gottes zu bauen. Und das wirft Fragen auf. Ich glaube, wir kriegen eine volle Bestätigung mit einem riesigen afrikanischen Donner. Und das wirft Fragen auf, wie die Bedeutung und Einordnung des Reiches Gottes in den Ablauf dieser Weltgeschichte sein Stellenwert im Lichte des ewigen, unveränderten Wortes Gottes. Wie das sein wird, wie können wir da zusammenarbeiten? Ihr Lieben, ich habe zum Beispiel, als ich nach Afrika kam, einen Pastor gefragt, wie gehst du mit den Armen in deiner Gemeinde um? Sagt er, das ist nicht meine Berufung. Da habe ich gedacht, okay, beten ist dann auch nicht meine Berufung, ja. Evangelisieren ist nicht meine Berufung. Ihr Lieben, der Herr sagt uns möchte ich jetzt vorlesen hier, in Matthäus-Evangelium, und das sind ja die selig sind, selig sind, selig sind. Da heißt es, in Matthäus 5, die Seligpreisungen. Selig sind, die da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und wisst ihr, das heißt nicht, dass man dumm ist, sondern dass man weiß, man hat nichts, kann nichts und ist nicht, was es braucht,
um ein Reich Gottesbürger zu sein. Und das ist wirklich der Punkt, Johannesevangelium 15, wo es heißt, ohne ihn können wir nichts tun. Das ist die wahre Armut. Und dann heißt es im Sprüche 22,4, der Lohn, das ist etwas, was man verdient. Der Lohn der Demut ist unter Gottesfurcht. Und Demut heißt nicht, sich selber klein machen. Demut heißt, Gott groß machen. Und der Gottesfurcht heißt auch nicht vor Gott zittern, sondern Gott respektieren. Und ich glaube, beides wurde in sehr vielen Kirchen verloren gegangen. Die Menschen haben nur noch gebetet, ich mich meiner mir, Herr, segne doch uns vier. Aber richtig beten sollten wir, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da heißt es, selig sind die, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Wisst ihr, wie ich nach Afrika gekommen bin, ich war auf null reduziert in Kürze und wusste nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Und dann hat Gott gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Ein sehr befreiendes Wort. Manchmal bilden wir uns ein, wir können was leisten. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und dann habe ich gesagt, okay Herr, was tue ich dann? Und ich sagte, tu nur jeden Tag, was ich dir zeige. Und das mache ich jetzt über 20 Jahre. Jeden Tag, ich stehe auf in der Früh. Herr, was ist unser gemeinsames Abenteuer heute? Und ich muss euch sagen, es ist ein Wunder jeden Tag, wie Gott meine Stunden führt. Dann heißt es, selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Sehen und verfolgen und reden aller Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also im Reich Gottes sind andere Werte als in der Welt. Und da bin ich so dankbar, dass Gott mir die Gnade gegeben hat, das zu tun, was er vorbereitet hat. Und da haben wir hauptsächlich den Armen zu dienen gehabt, den Armen, den Vergessenen. Der Herr hat uns in Gebiete geführt, wo die Leute gesagt haben, ich glaube, die Regierung weiß gar nicht, dass es uns überhaupt gibt. Und ich habe dann gebetet und es kam der Präsident und seine Frau in diese Gebiete und sie waren alle sehr glücklich, dass sie auch jetzt anerkannt werden oder halt, dass man sieht, dass sie da sind. Ich glaube, es ist eine große Umschichtung, denn wir haben genauso in den Kirchen Politik gespielt, wir haben die Werte der Welt gesucht, je größer die Kirche, je mehr Mitglieder und so weiter. Und wir haben nicht immer gefragt, Herr, was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Und da schreibt der Bürger Makatowski, es wird auch der Frage nachgegangen, welche Aufgabe die Gemeinde im Reich Gottes zu erfüllen hat und ob sie dementsprechend der gegenwärtigen Bestandsaufnahme auch dazu in der Lage ist. Das Ziel dieser Betrachtungen liegt darin, den Blick der Gläubigen für eine kluge Verwalterschaft des Reiches Gottes zu öffnen, sie zu ermutigen, damit das Urteil des Königs einmal lautet, recht so. Du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Das lesen wir in Matthäus 25, 51. Und ich habe noch nicht viel Zeit gehabt, in diesem Buch zu lesen, aber ich bin sehr begeistert von dem, was ich jetzt bisher gelesen habe, nur im Ansatz. Ja. Im 1. Korinther 12, 7 bis 8 heißt es, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Ja, ihr Lieben, ich habe schon jetzt jahrelang eigentlich sehr darunter, ja, ich habe gelitten darunter, dass ich
noch keinen Weg gefunden habe, um alle Mitarbeiter von Vision für Afrika in eine ganz konkrete Schulung der, als Jünger zu führen. Ich habe gebetet und immer gesagt, Herr, gib mir Unterlagen, gib mir Menschen, die uns dazu führen und helfen. Und stellt euch vor einigen Wochen kam ein messianischer Jude auf mich zu. Ein entzückender, wunderbarer Nachfolger Jesu Christi mit seiner Familie, 5 Kindern, auch die Schwiegermutter lebt mit ihnen. Und die suchten eine geistliche Deckung. Denn den Dienst, unter dem sie hier waren, 17 Jahre jetzt, überall haben sie Jünger gemacht, hat alle Missionare, alle Missionsstationen geschlossen und sie brauchten eine neue Deckung. Und ich habe mir immer gewünscht, unter den Juden zu arbeiten, messianischen Juden. Und jetzt wird ein messianischer Jude unter meiner Autorität arbeiten. Aber wir haben gesagt, wir machen es gemeinsam. Und der kommt und der wird 10, ich werde mal so mit 10 Leuten anfangen. Ich werde eine der 10 sein, die er lehrt in biblischer Nachfolge, in Jüngerschaft. Dann müssen wir sofort, jeder von uns, 10 weitere wählen. Ich werde 10 weitere Leiter wählen. Die müssen dann wieder 10 weitere wählen. Und wie wir gelehrt bekommen, geben wir es weiter an die Nächsten. Und ich glaube, in 2 Jahren ist unser Werk mit über 1000 Mitarbeitern mit dem Geist der Jüngerschaft durchdrungen. Und die Menschen, die dem sich nicht einordnen wollen, ich glaube, die gehen weg. Die werden sich nicht mehr wohlfühlen hier. So glaube ich auch, dass unsere ganzen Gemeinden sich verändern werden und nur die sich verändern und wirklich Reich Gottes denken bekommen, werden fruchtbar sein, werden von Gott gesegnet sein. So, also dieses Buch, Das wahre Reich, das gibt's wo? Beim GB Verlag, Gottfried Bernhard. Mal schauen, ob da noch steht. Es würde euch sehr raten, zu kaufen und zu lesen, denn wir brauchen ein neues Denken, ein neues Denken. Das ist in Solingen, der Verlag Gottfried Bernhard, Heidstraße 2a, 42719 Solingen. Und der Verlag heißt Gottfried Bernhard. Halleluja. Ja, kauft es euch. Ich sage einmal die Themen hier. Das Königreich, was noch geschehen wird. Das endzeitliche Geschehen der Bibel. Und ich vertraue, dass du auch erkannt hast, wir sind in der Endzeit. Und zwar schon sehr vorgerückt in der Endzeit. Dann die Gemeinde, das normale Christenleben. Dann meine Identität in Jesus Christus. Was noch kommen wird, endzeitliches Geschehen in der Bibel. Der gemeindliche und Gespräch mit dem himmlischen Vater. Also mir gefallen diese Themen sehr. Amen. Dann im Matthäus-Evangelium 25,21 heißt es recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein in deines Herrn Freude. So, also und dieses Buch, da bin ich noch nicht ganz so sicher, wo man das kaufen kann. Aber bestimmt kann ich euch beim nächsten YouTube sagen, wo man das bestellen kann. Das heißt, The Shift ist auf Deutsch, wird jetzt aber auf Englisch übersetzt und ist auch auf Englisch dann erhältlich. Dann möchte ich euch noch raten, dieses Buch, 40 Tage Reich Gottes. Und da haben der Pastor Daniel Exler und ich 40 YouTubes dazu gemacht, die ihr dann auch anschauen könnt. Ihr Lieben, wir müssen jetzt unser Denken erneuern. Wir müssen Reich Gottes Bürger werden. Sonst machen wir den gleichen Mist, den wir bisher 2000 Jahre gebaut haben. Aber jetzt soll Reich Gottes kommen. Reich Gottes. Und wisst ihr, ich glaube, dass jetzt die Offenbarung besonders aktuell ist. Ich würde dir raten, lies die Offenbarung. Und da möchte ich euch sagen, ich glaube, dass wir der Gemeinde in Laodicea sehr ähnlich sind.
Und überall heißt es dort in der Offenbarung, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ihr Lieben, jetzt spricht Gott ganz laut an die Gemeinden. Und ich glaube, viele Gemeinden werden zunehmen, weil sie das Richtige machen. Und andere werden schrumpfen. Und Denominationen, ihr Lieben, sind in größter Gefahr. Ja. Papa gibt wieder das Okay dazu. Okay. Und da heißt es in der Offenbarung 3, Vers 14, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt er, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Wisst ihr, Gold von Gott kaufen heißt seinen Charakter durchs Feuer gehen lassen. Und dann wird dein Charakter wie Gold gereinigt werden. Und ich sage euch, der Goldschmied weiß genau, wenn das Gold genügend Feuer erlebt hat. Erst wenn die letzte Unreinheit draußen ist, kann der Goldschmied sein Gesicht im Gold erkennen. Und das möchte Gott. Er möchte jetzt Menschen hervorbringen. Die Konfessionen spielen keine Rolle mehr, ihr Lieben. Es geht um Jünger Jesu. Und wenn wir die sehen, dann wissen wir, die waren mit Jesus, die sind mit Jesus. Wir spüren den Charakter Gottes in denen. Und da heißt es, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, von Gott, das im Feuer geläutert ist, also gereinigten Charakter, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tue Buße. Ihr Lieben, was wir jetzt durchmachen, ist eine liebevolle Züchtigung Gottes. Er verwendet natürlich Menschen, die sich vom Feind missbrauchen lassen, aber ich sage immer, die Dreckarbeit macht der Teufel für Gott. Und dann heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Bei jedem von uns steht der Herr Jesus und klopft an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und dann heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe in meinem Vater, mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ihr Lieben, ich glaube, viele Menschen werden noch total abfallen vom Glauben. Die waren nur ein bisschen religiös, war fast eine gesellschaftliche Sache. Aber das zählt im Reich Gottes nicht. Wir sollen entweder heiß oder kalt sein. Ich bin lieber mit anständigen Rebellen beisammen, als mit lauwarmen Kirchengehern. Die glauben nämlich, sie brauchen nichts, sie haben eh alles, sie tun Gott einen Gefallen, dass sie in die Kirche gehen. Nein, ihr Lieben, wir gehen nicht in die Kirche, um Gott einen Gefallen zu tun. Wir gehen in die Kirche, weil wir hungrig sind nach mehr von ihm, mehr Wahrheit. Und ja, und so möchte ich euch wirklich diese zwei Bücher empfehlen, dass ihr die lest und dass ihr von der Offenbarung fangt an mit Vers. Mit Kapitel 2. Na, fangt an mit dem ersten Kapitel. Gruß an die sieben Gemeinden und schaut einmal, in welcher Gemeinde befindet sich deine Gemeinde? In welcher? Und da möchte ich euch raten, bietet doch den Herrn, einmal wieder eure Gemeinde zu prüfen. Leben wir wirklich, was Gott möchte in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Heiligen? Fragt euch einmal mit folgenden Fragen. Welche Fähigkeiten haben wir? Nutzen wir, was wir haben?
Es erfordert allerdings Kühnheit, das zu nutzen, was man zur Verfügung hat, und das Beste daraus zu machen. Und da möchte ich euch jetzt eine Geschichte erzählen, die mir widerfahren ist hier in Uganda. Kurz vor den Wahlen im Dezember, kurz vor Weihnachten waren die Wahlen noch nicht, kam zu uns eine Frau aus Kampala und hat uns gebeten, ob wir 500 Rebellen von den Straßen Ugandas aufnehmen, die keine Arbeit haben, die eigentlich nur Unruhe bringen wollen, die nur hetzen und die nur ja, einfach das Land in Unruhe bringen wollen. Ja, wir haben eine neue Schule jetzt gebaut, eine wunderschöne Schule, eine Mittelschule. Das war der einzige Platz, wo wir sehen konnten, dass wir 500 Leute unterbringen können. Männer und Frauen, da waren Prostituierte dabei, da waren Räuber dabei, da waren Mörder dabei. Und ich spürte, das ist ein Ruf Gottes. Gott fragt mich, darf ich das, was ich euch schenke, auch für mich benutzen? Und dann habe ich mit meinen Mitarbeitern gesprochen und es war fast, als würde ich meine Mitarbeiter verlieren. Ich sage, Mama, wenn diese Menschen kommen, die machen alles kaputt. Du wirst sehen, die Schule ist nachher ein Trümmerhaufen. Dann habe ich nur gefragt, ist dies eine Schule, die Gott gebaut hat und ihm gehört, oder ist es unsere Schule? Sie haben dann gebetet, sie haben gesagt, Mama, wir wissen, das ist die Schule, die Gott gebaut hat und die ihm zur Verfügung steht. Und dann haben wir die genommen. Ihr Lieben, 2 Tage habe ich das Gefühl gehabt, ich habe das Messer schon im Rücken. Die haben natürlich die Opposition, die volle Rebellion vor den Wahlen unterstützt. Und dann haben sie mich gefragt, auf welcher Seite bist du? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin immer auf der Seite des Gewinners. Ja, wer ist der Gewinner? Sage ich, im Reich Gottes ist Jesus Christus der Gewinner über jede Nation der Welt. Und wer auf der Welt? Dann habe ich gesagt, auf der Welt wähle ich den Mann, der bisher bewiesen hat, dass er das Land im Frieden und zu unserem Segen leiten kann. Konnten Sie sich selber ausdenken, wer das ist, also nicht die Opposition. Und ich habe dann Gott gebeten, dass wir wirklich diesen jungen Menschen, die zum Teil eine fürchterliche Vergangenheit hatten, keine Eltern, auf Straßen aufgewachsen sind, und ich habe gesagt, Herr, bitte zeig mir, wie wir denen dienen können. Und dann hat Gott gesagt, stell dich ihnen als stellvertretende Mutter zur Verfügung. Ich habe dann noch einen Bischof überreden können, dass er als stellvertretender Vater in den Riss tritt. Und ihr Lieben, das hat so eingeschlagen. Ich habe um Vergebung gebeten für alle Menschen, die sie im Stich gelassen haben. Für alle Menschen, die ihnen einfach nie vermittelt haben, du bist wertvoll. Und ich habe gesagt, und ihr seid die zukünftigen Leiter Afrikas. Und da muss ich dazu sagen, ich habe auch Pastor Daniel extra für mich gebetet. Dann hat er mich aufmerksam gemacht, dass der David mit dem Abschaum der Gesellschaft von Jerusalem in die Wüste gezogen ist. Und dort wurden sie von Gott zubereitet, um die kommenden Führer zu sein. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, ihr seid wie die Rebellen, die mit David in die Wüste gezogen sind. Und dort wurden sie durch diese wunderbare Begegnung mit David und durch den Heiligen Geist, wurden sie zu den zukünftigen Führern, Leitern. Und dann habe ich gesagt, und ihr seid die zukünftigen Leiter. Ihr Lieben, es hat ihnen so wohl getan, dass jemand an sie glaubt, dass jemand... Und ich habe alle umarmt, das war Corona, alle umarmt. Die brauchten diese Umarmung. Und ich habe ihnen allen einen neuen Virus gegeben. Glaube, Liebe, Freude, Friede, Kraft. Und nach einer Woche mussten wir sie wegschicken, weil wir keine Möglichkeit hatten, sie weiter zu behalten. Ich kann euch sagen, die sind nach Kampala. Sie haben etwas Geld bekommen, damit sie kleine Geschäfte anfangen können. Die haben sich zusammengetan und die haben angefangen, das Evangelium zu predigen in Kampala.
Die Prostituierten sind ausgestiegen. Die Diebe haben aufgehört zu stehlen. Sie haben Gott vertraut, sie haben sich gegenseitig unterstützt. Und jetzt will die Polizei in Kampala wissen, wer diese Mama Maria ist, die aus den größten Rebellen und Problemmenschen Prediger macht, Heilige macht, die durch ihr Leben beweisen, dass sie eine neue Natur bekommen haben. Und inzwischen taufe ich jede Woche 20, 30 von diesen Menschen. Jetzt wollen wir sie alle einbeziehen in ein Jüngerschaftstraining. Ihr Lieben, ihr habt nie geahnt, was Gott vorhat, indem er uns diese Menschen bringt, die keiner wollte. Sie haben in vielen Schulen angefragt, alle haben gesagt, nein, 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 nein. Und wir haben sie genommen und sind jetzt meine Söhne, meine Töchter. Am Sonntag, letzte Woche habe ich 28 getauft, vorher 24. Am Sonntag kommen sie alle und geben Zeugnis. Und da möchte ich euch gerne ein Video schicken von den Zeugnissen dieser Menschen, die keine Hoffnung hatten. Aber jetzt haben sie Hoffnung. Und jetzt glauben sie und vertrauen sie und predigen anderen, dass Gott einen Traum für ihr Leben hat, dass Gott gute Pläne für sie hat, dass Gott sie liebt, dass Gott ihnen vergibt, dass Gott solche Menschen sucht, die sich auch einmal... Wisst ihr, Gott hat zu mir einmal gesagt, man muss ein echter Sünder sein, um ein Heiliger, echter Heiliger werden zu können. Und das sind diese Menschen. Die hatten den Mut, richtige Sünder zu sein, richtige Rebellen. Und jetzt sind sie echte Heilige, herzenserfrischende Menschen. So, ihr Lieben, jeder von uns ist gefragt, wie weit kann sich das Reich Gottes durch dich und mich in unserer unmittelbaren Umgebung, in unserem Bereich des Einflusses auswirken und manifestieren? Denn wir sollen Reich Gottes Bürger werden, die die Welt verändern. Wo immer du bist, soll die Welt verändert werden. Und zwar Licht soll das die Dunkelheit vertreiben, Liebe den Hass, Freude die Traurigkeit. Und die Menschen sollen erkennen, dass sie wirklich von Gott geliebt sind und er sie gebrauchen will, um sein Reich zu bauen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Es waren dann letztendlich sind 630 gekommen. Und die Frau, die da die Kontaktperson ist, hat gesagt, Maria, alle wollen sie kommen und sich taufen lassen. Und bei der letzten Taufe waren sogar 7 Moslems dabei. Und die wollten einen neuen Namen haben. Das haben sie mich heute schon angerufen, wie der neue Name ist. Ich habe gesagt, ich bin so beschäftigt zur Zeit, dass ich noch einen Tag brauche. Aber die Welt wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Habe den Mut, bekenne, wer du bist in Jesus Christus und stell dich ihm zur Verfügung. Mein tägliches Gebet ist, Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Du kannst mich auch auf null reduzieren. Ich bin bereit, dir zu dienen und das zu tun, was du für jeden Tag bereitet hast. Ihr Lieben, ich habe keine Angst mehr vor, dann kann man uns mit fürchten, dann kann man uns schockieren mit Angst. Und wenn du keine Angst mehr hast vom Sterben, dann ist es vorbei. Ich habe keine Angst vom Sterben. Ich weiß, sollte mich jemand frühzeitig in die ewige Herrlichkeit abbefördern, dann kann ich nur dankbar sein, weil Gott es verwendet hat, um mich in die ewige Herrlichkeit zu schicken. Dann habe ich auch keine Liebe zum Geld, ihr Lieben. Ich brauche Geld, aber ich liebe Geld nicht. Geld ist ein guter Diener, aber ein lausiger Meister. Und wenn du keine Liebe zum Geld hast, dann bist du nicht mehr käuflich. Denn ich weiß, mein Gott wird alle meine Bedürfnisse befriedigen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Und da gibt es keine Not. Und ich weiß auch gleichzeitig, dass ich für einen Euro genauso viel Gnade brauche wie für 1 Million. Geldsorgen sind bei mir vorbei. Denn ich weiß, Gott wird alles bezahlen, was er angeschafft hat. Und bisher hat er es noch gemacht und ich bin ihm vom Herzen dankbar. Du musst durchbrechen in diese vollkommene Abhängigkeit von Gott, in diese Liebe. Und Gott kann die nicht enttäuschen, die ihm hundertprozentig vertrauen. Und Gott sagt, dass denen, die ihn lieben oder ihm vertrauen, werden alle Dinge zum Besten zusammenarbeiten. So, melde dich bei Gott. Melde dich, nicht als sein Ratgeber,
sondern als sein Diener. Der Herr segne dich. Shalom, Shalom.